Männer, wusstet ihr eigentlich, dass Frauen ein kleiner Penis nicht stört? Naja, es ist so. Jedenfalls so lange, wie der Mann keinen Sex haben will. Das kennt ihr, ne? Wie zu Hause. Wusstet ihr auch, dass eine Umfrage unter 1000 Männern vergeben hat? Männer sag ich, Frauen natürlich, Frauen. Wusstet ihr, dass Frauen und nicht nur die Männer permanent nur an das eine denken? Frauen, zumindest die 16- bis 29-jährigen Frauen, denken mindestens einmal pro Tag an Sex. Männer dagegen denken mindestens 50% jedes Tages an Sex mit einer 16- bis 29-Jährigen. Und weitere Schlagzeilen aus der Medizin. In Florida wurde jetzt eine Frau eine 45 Kilogramm schwere Zyste aus der Gebärmutter entfernt. Das ist ja unglaublich! Ja, aber die Zyste ist wohl auf und wird morgen entlassen. Los Angeles! L.A. wird jetzt zur Modestadt. Ganz neu Dessous für Mollige. Und Leute, das absolut geilste an den Dessous für Molligen sind natürlich die Strapse. Mit Karabinerhaken. Neues vom Verkehr. Immer mehr ältere Amerikaner fahren Auto. Dieses wahnsinnig geile Gefühl, mit 120 km/h durch die Innenstadt zu brausen und über rote Ampeln zu heizen. Ja. Unsere Senioren, sonst kennen sie das ja nur hinten liegend im Krankenwagen. Arkansas. Wissenschaftler in Arkansas haben festgestellt, die meisten Unfälle in Amerika passieren im Haushalt. Besonders Putzen. Putzen ist irre gefährlich. Männer, Putzen ist irre gefährlich. Ihr kennt das. Ich frage euch, wie oft seid ihr schon über eure putzende Frau gestolpert und habt euch bald die Bierflasche ins Hirn gerammt? Zumindest zum Karneval, ne? Wo also eine Frau umherliegt. Washington. Wissenschaftler der US-Hauptstadt haben herausgefunden, immer mehr Amerikaner werden impotent. Die Ursachen sind vielfältig, manchmal sind es Umwelteinflüsse, hin und wieder ist es Stress. Und immer häufiger ist es auch das Gesicht der Partnerin. Und damit sind wir jetzt schon bei unserem nächsten Thema, nämlich America Tonight Dream Teams. Traumpaare im intimen Kreuzverhör. Sie ist das blonde Mädel aus Good Old Germany. Und er hatte alle Nase lang eine neue. Jetzt hat er eine neue mit einer langen Nase. Hier sind Steffi Graf und André Agassi. Ja, ich mag Steffi, ich mag Steffi, denn es von anderen Sternen schon alleine sie voran. Hello André, nice to meet you. Hi. Wo ist denn Steffi geblieben? Over there, I see your nose. Ah, look, Steffi, come to out, please. Ja, hallo Steffi, schön, dass du noch den Weg zu uns gefunden hast. Danke, dass ihr euch jetzt hier diesen intimen Kreuzverhör vor so vielen Leuten stellen wollt. Und Steffi, meine erste Frage geht natürlich an den Tisch. Du hast ja jetzt mit Tennis aufgehört. Ja, ja. Und was machst du denn dann so den ganzen Tag über? Also, mein absolut neues Hobby jetzt ist Fallschirmspringen. Fallschirmspringen? Ja. Also, da musst du aber mächtig aufpassen, ne? Du weißt, beim Fallschirmspringen gibt es keinen zweiten Aufschlag. Keinen zweiten. Und, André, ja. Du spielst ja jetzt noch Tennis, aber hast du dir schon überlegt, was du mal nach deiner Tenniskarriere machen willst? Ja, ich wollte ja schon immer Künstler werden und jetzt arbeite ich nebenbei als Grafiker. Als Grafiker? Das mit Kunst. Ja, ja.
Na gut, wollen wir das mal nicht weiter vertiefen hier. Steffi, mal zum Geld. Du willst jetzt auch wieder Werbung machen, ne, für Mercedes. Mercedes? Ja, Mercedes, die Firma hier mit dem Elch auf dem Kühler. Ach, Mercedes. Natürlich ist auch Mercedes eine Kombination, die einleuchtet. Denn natürlich möchte auch Mercedes dieses Jahr die Nase wieder ganz vorn haben. Die Nase vorn? Nase los. Steffi, wenn ich mir das eigentlich so angucke, hast du da Probleme mit deiner Nase? Eigentlich nicht, wieso? Na, erst neulich habe ich in der Zeitung gelesen, riesengroß, Steffi Graf operiert. Und zwillen, wen denn? Dass die Frage kommt, da habe ich gerechnet. Da, die weißt du. Steffi. Da, sechsmal. Ja? Ja? Tennis spielen, Fallschirmspringen, Grafiken. Was? Was macht ihr denn so, wenn ihr mal zusammen seid? Was macht ihr denn da am liebsten? Also, wir gehen sehr gern auch einmal zusammen essen. Essen gehen, wie toll. Ja, wir gehen sehr gern auch mal zu asiatisch essen. Asiatisch essen. Asiatisch. Und was ist da euer Lieblingsgericht? Nasi Goreng. Nasi Goreng. Das machst du nicht. Das habe ich mir auch gedacht. Steffi, zu deinem Vater. Dein Vater, weiß ja, soll ja jetzt entlassen werden aus dem Knast. Ja, und ja. Ich habe mich riesig gefreut. Der Papa ist wieder da. Ich habe mir gleich eine Flasche Rexona aufgemacht. Er ist rechtzeitig aus dem Knast entlassen worden, um seine Einkommensteuererklärung von 99 abzugeben. Ja, ja, das freut mich auch für dich. Ja, ja. Aber jetzt kommen wir mal in den Bereich so ein bisschen intimer. Steffi, intim. Sag mal, wie ist eigentlich so der André im Bett? Der André, ja, also, unter uns gesagt, meistens scheidet er in der Vorrunde aus. Und hier, André, auch an dich eine Frage. Wie hast du es denn eigentlich am liebsten so? Vorhand oder Rückhand? Ja, ich weiß nicht. Meistens hat sie ja Probleme mit ihrem Tennisarm. Also da scheinen wir doch ein bisschen Sprengstoff in der Beziehung zu sein. Und deswegen wollen wir das hier auch nicht vertiefen. Ne? Einen herzlichen Applaus für Steffi Graf und André Agassi. Und jetzt darfst du mich mal abgeschlossen. Und jetzt kommen wir natürlich zu einem weiteren Highlight unserer Paparazzi-Ecke. Prominente eiskalt erwischt. Hier ist America Tonight Paparazzi. Ich bin drin oder was? 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 Ja, mit Computern kann er anscheinend besser umgehen. In unserer politischen Runde blicken wir heute über den großen Teich. Hier ist America Tonight Politics. In Österreich gewinnt Jörg Haider die Wahl. Die FPÖ regiert. Naja, ich denke mal, dann wird es vielleicht nicht mehr allzu lange dauern, bis wieder mal ein Österreicher anfängt, Autobahnen zu bauen. Das ist gefährlich. Aber in Deutschland sieht es ja auch nicht viel besser aus. Gerhard Schröder hat zwar Philipp Holzmann gerettet und man kann sich das so richtig vorstellen. Die ganze Nacht wird getagt und diskutiert. Auf der einen Seite die geballte Macht in Deutschland und auf der anderen Seite Gerhard Schröder. Aber dann gab es ja noch das. Ich bin der Beute.
wen wundert's in einem Land, wo VW den Bundeskanzler stellt? Und trotz immer lauter werdender Proteste, der Schäuble will einfach nicht gehen. Drum jetzt erst einmal Werbung. Hier sind America Tonight Commercials. Oh mein Gott, was ist das? Was ist denn das? Was ist denn da oben los? Ah, dazu sage ich nur... Hossa! 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 Jetzt Hossa-Wochen bei McDonald's. Damit Rex nur 2,95 €. Übrigens, McDonald's will jetzt auch wegen BSE auf Rindfleisch im Hamburger verzichten. Aber das heißt, es bleibt alles beim Alten. Und auch in Polen wird McDrive immer beliebter, ganz klar, man braucht das Auto nicht zu verlassen. Doch jetzt von der großen Weltpolitik zur Sportecke. Hier sind America Tonight Sports. Unter dem Motto, Stars über dir, keiner mehr redet, begrüßen wir einen weiteren Special Guest. Sie kennen ihn alle. Erkennungszeichen, fleischige Nase, schlechte Haltung, dünn werdender Haaransatz und fürchterlich stinkende Socken. Einer, der seine Unterhose nur bei Vollmond wechselt und die Hand permanent in der Hose trägt. Hobbys, in der Nase popeln, zwischen den Zehen popeln, popeln überhaupt. Sein Motto, das Heim des Mannes ist sein Sarg. Ich sage einfach nur 4 Worte. Poke High School. Das waren 3 Worte, okay. Und Sie kennen ihn. 4 Touchdowns in einem Spiel. Hier ist Mr. L. Bundy. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Hallo, Mr. Mein Gott, Bundy, was riecht denn hier so streng? Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass andere Leute meine Füße riechen, dann würden sie auch nicht so stinken. Ja, ist ja auch logisch. Mr. Bundy, Sie waren Footballstar bei Poke High. Ja, aber ein bedauerlicher Unfall beendete meine Karriere. Das Knie? Nein, die Ehe. Ah, Skandal. Man sagt, Sie schafften 4. 4 Touchdowns in nur einem einzigen Spiel. Ja, yeah. Was heißt, man sagt, es war der größte Tag in der Geschichte der Menschheit, an dem ich 4 Touchdowns in einem Spiel schaffte. Ja, ja, ist doch. Und jetzt sind Sie Schuhverkäufer. Ich verkaufe Schuhe nicht des Geldes wegen. Ich mache das, um dicke Frauen zu foltern. Ja, ich arbeite in einem Schuhladen, aber ich bin trotzdem nicht froh, nach Hause zu kommen. Mr. Bundy, Al, ich darf Sie noch Al nennen. Sie sind verheiratet mit Peck. Ja, die Ehe ist ein Geben und Nehmen. Ich gebe, Peck nimmt. Ich glaube, ich bin der einzige Mann auf der Welt, der erst aufwachen muss, um einen Albtraum zu haben. Nachts sitze ich auf dem Sofa und schaue rüber zu Peck, meiner Frau, und denke, warum geht sie nicht nach Hause? Dann erfasst mich erst der Horror, wenn es mir dämmert. Verdammt, sie ist zu Hause! Um Gottes Willen, das tut mir leid. Sagen Sie uns, Al, was ist Ihr Lebenscredo? Wenn es mir gelingt, nur einen Jungen vom Heiraten abhalten zu können, dann ist meine Aufgabe auf dieser Welt erfüllt. Vielen Dank, Mr. Bundy. Haben Sie vielleicht noch einen einzigen so weisen Ratschlag für unsere zahlreichen Gäste? Leute, merkt euch für die Zukunft. Trinkt niemals, niemals eine Flasche Tequila, wenn in der Nähe eine Hochzeitskapelle spielt. Das war Mr. L. Bundy. Vielen Dank, dass Sie bei uns in unserer Show waren.
Officer El Bundy und jetzt geht's weiter wieder mit America Tonight Paparazzi. Mal schauen, ob der Bobbele jetzt besser drauf ist. Ja, doch so einfach wie AOL, ne? Das war ja toll. Aber jetzt Neues aus Hollywood. Hier ist America Tonight Movies. Und die ersten Schlagzeilen kommen von der türkischen Filmfestwoche in München, der Döninale. Dort läuft im Moment der absolute Kracher. Winterschlussverkauf 2, ein Katastrophenfilm. Und alle Fachleute sind auch gespannt auf die türkische Version von Apollo 13. Zwar ohne Tom Hanks, aber es geht um einen Ford Granada, der irgendwo zwischen Berlin und Antalya liegen bleibt. Und dann gibt's noch den absoluten Megakracher. Der neue Film von Steffen Spielberg. Und wir haben heute hier die exklusiven ersten Szenen. Leute, hier sind für euch Ausschnitte aus Schindlers Liste. Oder die unheimliche Begegnung der vogtländischen Art. Endlösung und damit sind wir auch am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war America Tonight Show.